Der Wasserhaushalt im menschlichen Körper, wie wird das Ganze reguliert? Vor allem jetzt, was für Stationen sind daran beteiligt? Wo wird das Wasser dann im Endeffekt eingespeichert? Und was kann dabei alles schiefgehen? Alles das erfährst du in diesem Video. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist Wasser. Die Grundsubstanz des Lebens schlechthin, könnte man sagen, für den menschlichen Körper gleich nach Sauerstoff das wichtigste Element, das er immer ausreichend in regelmäßigen Abständen zur Verfügung haben muss. Rund 70% der Körpermasse von Menschen besteht aus reinem Wasser und diesen Anteil sollte man eben aufrechterhalten, das heißt mit gutem frischem Wasser immer schön zuführen in regelmäßigen Abständen, dass es der Körper dann zur Verfügung hat und dann die dementsprechenden Stationen natürlich verteilen kann. Damit du schön hydriert bist und eben nicht dehydriert, sieht man schön an der Grafik, das heißt ein gewisser Wasserstand ist für den Körper vonnöten, dass es an den einzelnen Stationen dann ordnungsgemäß läuft. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Körperregionen anschauen, ist der Wasseranteil natürlich unterschiedlich hoch. Gerade das Gehirn braucht 92% Wasser, besteht zu 92% aus Wasser und das Gehirn, nicht nur bei den Wasserköpfen, sondern generell in der Bevölkerung sind ziemlich hohe Wasserstände im Kopf zu verzeichnen. Sogar die Zähne haben noch 10% Wasseranteil, möchte man gar nicht meinen, aber Wasser spielt anscheinend im Körper überall eine große Rolle. Und wenn du eben von diesem Wasser jetzt nicht genug hast, wenn du dehydriert bist, dann kommt es natürlich je nach Schweregrad dann zu gewissen Symptomatiken, schauen wir uns auch noch kurz an. Als erstes natürlich, es wird sich Durst einstellen, das ist klar. Als zweites ein trockener Mund, die Leistung geht nach unten, gerade die Zellen verbrauchen immens viel Wasser, natürlich auch die Muskelzellen dann. Und dann kann es natürlich je nach Dehydrationsgrad dann noch zu weiteren Symptomatiken kommen, Schwindel, Kreislaufprobleme etc. Bis hin zur allgemeinen Verwirrtheit natürlich, ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass gerade das Gehirn einen sehr hohen Wasseranteil hat. Das heißt, zu wenig ist schlecht, zu viel auf der anderen Seite wäre aber auch schlecht, da musst du aber schon extrem viel Wasser trinken, da kommt es dann in die Situation rein, der Körper, dass du eben durch extrem hohe Wasserzufuhr natürlich deinen Körper dann mit zu viel Flüssigkeit konfrontierst, die ausgeschieden werden muss und bei der Ausscheidung werden dann auch verstärkt Mineralstoffe ausgeschieden und bei diesen Mineralstoffen das Wichtigste wäre jetzt das Natriumchlorid, das Salz. Natrium benötigt der Körper zum Beispiel, dass er Wasser in die Blutbahn aufnehmen kann, damit dann die Zellen mit Wasser intrazellulär versorgt werden können. Das heißt, wenn der Körper mit extrem viel Wasser konfrontiert wird, kann das sogar fatale Folgen haben. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, du hast genug getrunken, das heißt, jetzt schauen wir uns mal an, wie wird es im Körper überhaupt verteilt, dann gibt es einmal die zwei Übergruppen, den extrazellulären Raum und den intrazellulären Raum. 65% des Wassers, das du konsumierst, wird in den Zellen selber benötigt, 65% der Großteil und im extrazellulären Raum gibt es wieder drei Untergruppen. Das wäre als erstes natürlich der Zwischenzellbereich, zwischen den Zellen wird auch Wasser benötigt. Als zweites natürlich in die Blutbahn muss Wasser rein, das Blut muss natürlich flüssig sein. Das heißt, der Blutplasmaanteil ist natürlich jetzt wasserabhängig. Und als drittes dann, da wäre es natürlich nicht sehr vom Vorteil, das ist die Wasserablagerung dann im Bindegewebe. Da wollen wir es an und für sich nicht haben, das wäre natürlich suboptimal, sieht auch nicht allzu schön aus und kann dann in weiterer Folge natürlich, wenn man von Ödemen spricht, dann auch zu Entzündungen führen. Das heißt, die Probleme bei der Wasseraufnahme, wie gesagt, du solltest in regelmäßigen Abständen natürlich Wasser trinken, nicht zu viel, nicht zu wenig. Dann, dass es in die Blutbahn kommt, wie gesagt, Natrium äußerst wichtig. Salz an der Stelle, sollte nicht zu viel Salz sein, natürlich vor allem nicht industriell gefertigtes. Aber gerade, wenn es in Sport hineingeht, bei gesunder Ernährung immer ein Auge auf das Salz zu haben. Zweitens, was wir uns jetzt anschauen, natürlich das Problem, wenn das Wasser fehleingelagert wird oder wenn du natürlich überhaupt bei der Wasserverteilung im menschlichen Körper Probleme hast, an was könnte es liegen? Müssen wir uns halt anschauen, du hast zwei Systeme im menschlichen Körper, wichtig jetzt für den Transport, das wäre als erstes natürlich dein Blutgefäßsystem mit den kleinen Kapillargefäßen dann noch an den Enden, also der ganze Körper wird mit Blutbahnen vollends durchzogen. Da ist dann das Blutplasma der flüssige Anteil, wichtig natürlich, dass das Blut fließfähig ist und wichtig an der Stelle, das Blutgefäßsystem hat zwar eine eigene Pumpleistung auf der Ader, aber hat natürlich in der Körpermitte eine Hauptpumpe. Und als zweites hätten wir dann noch das Lymphsystem natürlich. Das Lymphsystem hat jetzt im Vergleich zum Blutgefäßsystem natürlich keine Pumpe drinnen. Das heißt, es ist auf Muskelbewegung von dir angewiesen, dass es eine gewisse Pumpleistung erfüllen kann.
Beim Gefäßsystem wäre es natürlich suboptimal, wenn du jetzt Schäden an der Gefäßwand hast, wenn du verstärkte Entzündungen siehst, dann kann es dir passieren, dass dort auch Wasser dann von der Blutbahn in den Zwischenraum sozusagen übertritt und an zweiter Stelle das Problem, was dann wäre, schlechte Lymphflüssigkeit, Lymphflüssigkeitsbewegung, könnte man sagen. Die Lymphe bewegt sich nicht ordentlich bei dir, das heißt, du hättest dann nicht den Abflussabnehmer sozusagen für dieses Wasser. Also an erster Stelle dann natürlich Gefäßschaden, wo verstärkt ins Zwischengewebe Wasser entweichen könnte durch verstärkte Beschädigungen und Entzündungen. Und das zweite Problem dann träge Lymphflüssigkeit. Wie gesagt, zweitens, das Lymphsystem ist jetzt auf muskuläre Bewegung angewiesen, können wir es uns noch anschauen. Da gibt es ja dann die kleinen Haustrampoline, da kannst du dann deine Lymphe wieder in Bewegung bringen, dass du die kleine Muskulatur im Körper jetzt etwas auf Vordermann bringst, wieder, dass die Lymphe wieder weiterfließt. Aus dem medizinischen Bereich gibt es dann natürlich noch die Lymphdrainage, wo die einzelnen Knoten dann noch abmassiert werden, dass die Lymphe fortbewegt wird. Aber was du selber tun kannst, natürlich körperliche Bewegung reinbringen, vor allem kurze, schnelle Bewegungen für die Tiefenmuskulatur. Und das Zweite, was äußerst hilfreich ist, sind natürlich Kalt- und Wechselduschen. Das heißt, durch den Körpertemperaturausgleich, was der Körper dann wieder zustande bringen muss, wird natürlich auch die Tiefenmuskulatur, die Durchblutung angeregt, aber in weiterer Folge natürlich auch vor allem, wenn du die dementsprechenden Lymphknoten regelmäßig dann abspülst mit kaltem Wasser, wird auch die Lymphe wieder in Bewegung gebracht. Und die Lymphe ist gerade natürlich jetzt auch Sitz deines Immunsystems in den Lymphknoten. Alle Toxine, Pathogene etc. werden auch teilweise über die Lymphe dann sehr gut ausgeschieden oder weitergeleitet. Die sollte ständig in Bewegung bleiben. Und dann natürlich, wenn es dann beim Gefäßsystem dann noch zur Ausscheidung von Wasser kommt, der Abtransport ist sehr lymphabhängig. Wichtig ist jetzt natürlich auch gerade die Steuereinheit. Wann kommt es dazu, dass du jetzt Wasser aufnehmen musst? Wann kommt es dazu, dass du verstärkt Wasser benötigst? Und vor allem jetzt wichtig, wie wird es gesteuert? Das heißt, wenn du jetzt Wasser zuführen sollst, kriegst du mal in den Hypothalamus das Signal, Durst, du musst was trinken. Das heißt, die Rezeptoren, die das bei dir auslösen, sind im Hypothalamus zu finden, diese Rezeptoren. Und das Signal, also das Finger, das Hormon, was dann dort auf den Rezeptor drückt im Hypothalamus. Das wird dann in den Nebennieren gebildet, sieht man auch schön jetzt an der Grafik, schauen wir es uns an. Das heißt, wenn es bei der Rückresorption bei den Nieren dann schon zu weniger Wasserrückresorption kommt, wenn der Wasserstand dann sozusagen von den Nieren eruiert wird, dass es zu wenig ist für den Gesamtkörper, dann sendet die Nebenniere die Hormone speziell dafür aus an den Hypothalamus. Und du kriegst das Durstsignal. Die Nieren haben bei der ganzen Symptomatik, wenn es ums Wasser im menschlichen Körper geht, natürlich eine entscheidende Rolle. Sie haben eine Filterfunktion. Wasser wird rückabsorbiert natürlich, Mineralstoffe werden rückabsorbiert bei den Nieren und auch Vitalstoffe. Auch der Salzgehalt dann natürlich. Beim Salz ist es wieder so, Wasser muss natürlich auch bis zu einem gewissen Grad in die Blutbahn, auch Blutdruck regulierend das Ganze natürlich, wenn die Flüssigkeit des Blutes dann wieder mehr wird, könnte man sagen, durch den Plasmaanteil. Und da spielen jetzt auch die Nebennieren eine entscheidende Rolle mit dem Aldosteron, dass eben verstärkt Salz in die Blutbahn aufgenommen wird, Flüssigkeit wird nachgezogen und dann hast du mehr Blut zur Verfügung, der Blutdruck steigt an der Stelle. Und bei der Schlüsselposition, jetzt gerade bei den Nieren natürlich, du brauchst mehr Wasser, wenn du mehr entgiften musst zum Beispiel, wenn du weniger rückresorbierst, wenn die Nieren nicht ordentlich funktionieren, brauchst du natürlich auch verstärkt Wasser. Und wie gesagt, bei dem einen Beispiel vorher, wenn du zu viel trinkst, dann hast du dann natürlich hinten auch noch das Problem, dass die Nieren nicht mehr genug rückresorbieren können, vor allem jetzt das Salz nicht, und das würde auch Probleme verursachen. Aber das wäre ein extrem viel Flüssigkeit, was du dazu führen müsstest. Wichtig an der Stelle, ich muss es nochmal erwähnen, ist Salz natürlich. Wenn jetzt zu wenig Salz vorherrscht, bekommst du zu wenig Wasser natürlich in die Blutbahn und dann zu den Zellen, und 65% des Wassers wird in den Zellen benötigt. Fazit, jetzt die drei wichtigsten Punkte natürlich für eine optimale Wasserversorgung im menschlichen Körper. Erstens natürlich gute Wasserquelle einbauen, also regelmäßig Wasser trinken, ist immer logisch. Zweitens dann natürlich das Gefäßsystem immer im Auge behalten. Da sollten nicht so viele Entzündungen vorherrschen, zu viele Beschädigungen. Und das Zweite, das Lymphsystem sollte immer in Gang bleiben. Das heißt, für die Wasserverteilung immanent wichtig natürlich. Und im zweiten Punkt natürlich, die Nierenleistung sollte passen. Und wenn es um die Nieren geht, ist das Ausscheidungsorgan. Und das heißt, die Leber ist im Vordergrund dann, das ist das Entgiftungsorgan. Das heißt, wenn die Leber überlastet ist, muss die Niere mehr arbeiten. Und natürlich jetzt bei den Nebennieren, die Hormone natürlich stellen jetzt für den Wasserhaushalt auch. Nebennieren sind sehr stressanfällig.
Das heißt, eine Dauerstressbelastung ist extrem schlecht für die Nebennieren, denn die Nebennieren stellen auch deine Stresshormone her. Wichtige Videos sind natürlich jetzt oben in die Infocard, natürlich zur Lebergesundheit in erster Linie und als zweites dann natürlich ein Stressvideo. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, Kanalmotto, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt unten rein knallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste. Bleib oder werde gesund.